Hallo. Ist das die kleine Anna? Du hast aber einen niedlichen Hasen. Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. Halt, oh, still, damit Hilfe, ich dein Hilfe, Hanfdraht Hilfe. Aus Bio besser zugeschnitten bekomme. Ah. Jetzt mach den Mund auf. Nein, ich möchte das nicht. Bitte hör auf, bitte hör auf. Schweig. Und jetzt kann der Spaß los. Einen Tag haben wir heute. Also denke ich mal. Es sei denn, wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Das wäre scheiße. Einen Tag haben wir heute. Also denke ich mal. Es sei denn, wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Das wäre scheiße. Der Titel und das Intro weisen schon den mystischen Weg des zu wilden Kubaners, der jetzt sowohl auf Insta als auch auf TikTok unterwegs ist. Gerne mal vorbeischauen. Heute mal ein dreckiges, ekliges, widerliches Thema. Pädophilie. Da mein letztes Video über die Grünen bestens ankam, verknüpfen wir die beiden Themen heute. Vorab wieder einmal ganz großes Dankeschön an Gegen die Grünen, von dem ich abermals Post verwende. Schaut gerne mal bei ihm vorbei, wenn ihr mehr von den Kindergrünen wissen wollt. Wir befinden uns im Jahr 1980. John Lennon wird erschossen, die Sommerzeit pimmelt sich ein und bei einem Erdbeben in Süditalien sterben ca. 3000 Menschen. Man könnte meinen, das Jahr hätte nichts Schlimmeres mehr zu bieten. Doch da hat niemand mit dem zweiten Parteitag der Grünen gerechnet. Bereits da forderten sie die Abschaffung des Gesetzes, welches den Verkehr mit Minderjährigen unter 14 verbietet. Ebenso soll es zu diesem Zeitpunkt 2 sexuelle Übergriffe auf Kinder gegeben haben. That escalated quickly. 5 Jahre später stand es in ihrem Wahlprogramm drin. Eklig, dass man das Ganze als Schwulenpolitik verkaufte, da die Anträge von der Schwupp inspiriert waren. So konnte man es als Homosexualität verkaufen. Erst ganze 9 Jahre später distanzierte man sich von diesen Forderungen. Man könnte meinen, dass ab diesem Zeitpunkt ein Schlussstrich gezogen wurde. Nope. Auch nach den 1990ern gab es beispielsweise in Berlin-Kreuzberg pädophile Äußerungen. Weitere Fälle sind ebenso bekannt. Hier mal eine Aufzählung. Der Paragraphen 173 bis 176. Legalisierung aller zärtlichen sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, die gewaltfrei sind und auf freier Vereinbarung berufen. Jetzt könnte man wieder behaupten, dass diese Geschehnisse mehr als 20 Jahre her sind. Wait a minute! Nope! Was haben diese 3 Personen gemeinsam? Sie alle lieben ein belegtes Kindersalami-Brötchen. Oh, mmh. Warum ist das nur so lecker? Kretin, weil er 1981 presserechtlich für das Programm einer Grünliste in Göttingen verantwortlich war, das unter anderem forderte, Sex zwischen Erwachsenen und Kindern unter bestimmten Bedingungen straffrei zu stellen. Er ist noch immer in der Partei. Beck, weil er 1988 in dem Sammelband Der pädosexuelle Komplex einen Beitrag veröffentlichte. Darin forderte er die teilweise Entkriminalisierung von gewaltfreiem Sex mit Kindern. Er plädierte dabei für eine Abkehr von der noch radikaleren Forderung einer völligen Entkriminalisierung. Aber auch Beck ging damals davon aus, dass einvernehmlicher Sex mit Kindern eher harmlos sei. Er ist noch heute in der Partei. Kurt Bennett, weil er, Alter, der Typ hat mehr Scheiße gesagt, als ich nach einer Jalapeno-Pizza scheißen kann. Nicht nur, dass er presserechtlicher Zuständiger für den Pflasterstrand war, wo echt kranker Scheiß drin steht, nein, er selbst schrieb so Sachen wie, Zitat, es ist mir mehrmals passiert, dass einige Kinder meinen Hosenlatz geöffnet und angefangen haben, mich zu streicheln. Ich habe je nach den Umständen unterschiedlich reagiert, aber ihr Wunsch stellte mich vor Probleme. Ich habe sie gefragt, warum spielt ihr nicht untereinander? Warum habt ihr mich auserwählt und nicht andere Kinder? Aber wenn sie darauf bestanden, habe ich sie dennoch gestreichelt. Da hat man mich der Perversion beschuldigt. Oder die Sexualität eines Kindes ist etwas Fantastisches. Man muss aufrichtig sein, seriös. Mit den ganz Kleinen ist es etwas anderes. Aber wenn ein kleines, 5-jähriges Mädchen beginnt, sich auszuziehen, es ist großartig, weil es ein Spiel ist. Ein wahnsinnig erotisches Spiel. Er ist seit 2014 nicht mehr politisch aktiv, geht jedoch weiter, Zitat, demonstrieren und wählen. Leider verurteilen die Grünen lediglich ihre Forderungen, nicht aber die Kollegen selbst. Wie auch, wenn selbst in den oben genannten Beispielen noch 2 von 3 im Amt sind. Somit.